Die Eignung für eine ICL-Linsenimplantation geschieht nicht nur aufgrund von den Dioptrien, die zu korrigieren sind, aber auch aufgrund von den anatomischen Verhältnissen, welche im Augeninneren herrschen. Das heißt, die Hornhaut braucht einen gewissen Durchmesser und auch der Abstand zwischen der Hornhautrückfläche und der natürlichen Linse braucht auch einen gewissen Abstand. Das messen wir alles genauestens bei der Voruntersuchung und zwar nicht mit einem Gerät, sondern mit mehreren Geräten. Und aufgrund von diesen Messungen, können wir die Entscheidung treffen, ob der Patient für diesen Eingriff geeignet ist oder nicht. Die Sicherheit steht immer an der vordersten Stelle.